So, ich hoffe, es ist zu sehen. Ja. Funktioniert alles, ja? Prima. Ja, vielen Dank erstmal, Frau Krankenhagen, für die sehr nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und etwas zur Partizipation als Möglichkeit der Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse und entsprechende Herausforderungen für die Kita und ihre Fachkräfte erzählen und vielleicht auch mit Ihnen diskutieren zu können. Also ich würde mich auch durchaus freuen, wenn Sie sich zwischendurch mit einbringen. Dann ist das nicht immer so strikt getrennt. Ja, es gibt ja mittlerweile sehr viele Bücher, die sich mit Partizipation in Kita, Schule und der offenen Kinder- und Jugendarbeit beschäftigen. Und es gibt sicherlich auch viele, die Ihnen viel mehr zur Partizipation und zu den Möglichkeiten, die es da gibt, berichten können als ich selbst. Deswegen würde ich an dieser Stelle tatsächlich einen Schritt zurücktreten und sagen, warum ist Partizipation eigentlich aus entwicklungspsychologischer Sicht wichtig und bedeutsam für Kinder? Tatsächlich wird ja Partizipation vor allem vor dem Hintergrund der Demokratiebildung betrachtet. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Bereich. Aber letztendlich ist Partizipation auch ganz wesentlich für die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse und damit eigentlich für das Kindeswohl und eine förderliche Entwicklung von Kindern. Ja, ich gehe mal kurz auf den Aufbau ein, wobei nicht alle Teile gleichermaßen lang sein werden. Also als erstes werde ich ganz kurz nochmal auf Partizipation zu sprechen kommen, wobei mir Frau Krankenhagen auch berichtet hat, das ist etwas, was hier ja auch schon ausführlich behandelt wurde. Dann würde ich auf den Kindeswillen eingehen, der ja letztendlich der Bestandteil von Partizipation ist, und würde das in Beziehung setzen zum Kindeswohl oder auch zur Kindeswohlgefährdung. Und auch da sehen wir, dass es ganz enge Zusammenhänge zwischen Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung und der Erfüllung oder Nichterfüllung psychischer Grundbedürfnisse gibt. Ich würde das auch nochmal zusammenführen, indem ich dann eben konkret auch sage, was hat Partizipation jetzt eigentlich mit der Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse zu tun? Und würde dann auf die Herausforderungen von Partizipation für die Fachkräfte in Kitas eingehen wollen. Und zwar vor allem auf zwei Aspekte, nämlich zum einen ist das die Haltung der Erziehenden, die eine Herausforderung sein kann, aber natürlich auch die individuellen Dispositionen des Kindes. Und dann würde ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was eigentlich für Kompetenzen von Fachkräften und Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sein muss, um das entsprechend umsetzen zu können. Ja, Partizipation, wie gesagt, das wissen die meisten von Ihnen, synonym wird häufig auch Mitwirkung, Mitbestimmung, Teilnahme, Teilhabe genannt. Und das bedeutet eben, dass Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Hier habe ich so einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, der im Rahmen einer Studie zur Partizipation durchgeführt wurde. Und da würde ich Sie kurz bitten, sich das mal durchzulesen. Also die Bösse sind hier nicht die Bösen, sondern das sind die Bosse. Und hier wird relativ deutlich, obwohl ja im Rahmen des Kinderschutzgesetzes Partizipation in Kitas ermöglicht werden sollen, wird das von den Kindern nicht immer so wahrgenommen oder aufgefasst. Das heißt, die haben schon sehr genaue Vorstellungen von den Machtverhältnissen in der Kita, nämlich dass die Großen, die Erwachsenen, die Bösse letztendlich sagen, was richtig und was falsch ist und im Zweifelsfall auch die Entscheidungen treffen. Tatsächlich ist es auch so, dass Partizipation sicherlich nicht von allen positiv wahrgenommen wird, nicht von allen Fachkräften, aber auch nicht von allen Kindern. Denn das ist tatsächlich etwas, was gelernt werden muss.
Es gibt verschiedene Formen von Partizipation. Auch damit haben Sie sich möglicherweise schon auseinandergesetzt. Es fängt erstmal damit an, dass Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, Beschwerden vorzubringen. Es betrifft die Mitbeteiligung an Gruppenentscheidungen und es gibt auch regelrechte Partizipationsprojekte, also beispielsweise die Gestaltung des Außengeländes, wo man Kinder entsprechend den Möglichkeiten mit einbeziehen kann. Ja, die Anforderungen, die an Beteiligungsprozesse von Kindern gestellt werden, sind relativ hoch oder beziehungsweise nicht zu unterschätzen. Also wichtig ist zunächst, dass Transparenz vorliegt. Das heißt, Kinder müssen ihrem Alter angemessene Informationen über ihr Recht und das Vorgehen erhalten, ihre Meinung zu äußern. Das heißt, vielen Kindern ist gar nicht klar, ob und inwiefern sie oder wie sie ihre Meinung äußern können. Wichtig ist weiterhin, dass auch Partizipation freiwillig ist. Also kein Kind sollte gegen seinen Willen gezwungen werden, eine Meinung zu vertreten. Respekt, glaube ich, ist selbstverständlich, auch wenn man es vielleicht manchmal daran auch aus Unwissenheit mangeln lässt, einfach weil man möglicherweise Äußerungen von Kindern sehr schnell irgendwie zurückweist. Wichtig ist ebenfalls, dass es sich um für Kinder bedeutsame Themen handelt. Also oft findet so eine Art Alibi-Partizipation statt in Bereichen, die für die Kinder nicht tatsächlich wichtig sind. Kinderfreundlichkeit bedeutet, dass tatsächlich die Situation, die Atmosphäre so gestaltet sein sollte, dass Kinder auch tatsächlich die Möglichkeit haben, sich einzubringen, dass es nicht zu formell ist. Das Ganze sollte natürlich inklusiv sein. Auch das ist so ein Begriff, so ein Schlagwort, was man immer wieder findet. Aber natürlich gibt es Kinder, die entweder aufgrund ihres Alters oder aufgrund ihrer Kultur oder Sprache nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Und auch da ist es wichtig, deren Meinung mit einzubeziehen, wenn es denn möglich ist. Gleichzeitig sollten Risiken vermieden werden. Das heißt, Partizipation sollte nie mit Nachteilen, mit negativen Konsequenzen verbunden sein. Ganz wichtig ist auch eine Evaluation. Es reicht nicht nur, die Meinung der Kinder einzuholen. Wichtig ist zum einen, für sich selbst zu wissen, wie ist das gelaufen, zum anderen aber auch vor allem den Kindern mitzuteilen, was hat man von ihnen verstanden und was davon findet auch eine Umsetzung. Und letztendlich sollten natürlich diese Beteiligungsprozesse auch durch Bildungsmaßnahmen unterstützt werden. Das ist in der Regel nicht einfach etwas, was man so aus dem Ärmel schüttelt. Und ich habe schon gesagt, die Ziele von Partizipation sind meines Erachtens nach vielfältiger als nur das Erlernen der Demokratie, obwohl das per se natürlich schon ausreicht. Das heißt, Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die erlernt werden muss. Und Demokratie lebt von Mitbestimmung und Teilhabe. Und wir wissen eben, dass 83% der Erwachsenen, die sich gesellschaftlich engagieren, dies auch schon im Kindes- und Jugendalter getan haben. Und letztendlich ist dann natürlich tatsächlich die Kita der erste öffentliche Raum, in dem das dann auch möglich ist. Der zweite Bereich ist, dass durch Partizipation Bildungsprozesse unterstützt werden. Wir verbinden ja mit Lernen, mit Bildung häufig eher was, ein bisschen was Langweiliges von Themen, die einem vorgegeben werden. Tatsächlich lernt man aber am besten, wenn es Dinge sind, die einen selbst interessieren, wo man Motivation für hat, wo man auch Spaß bei empfindet und wo könnte das besser gelingen als in der Kita. Letztendlich, und darauf werden wir im weiteren Verlauf auch noch eingehen, dient Partizipation aber der Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse. Und ich halte das eigentlich für die zentrale Maßnahme in der gesamten sozialen Arbeit, aber auch in der Psychotherapie und auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie, weil die Probleme, die die meisten Menschen haben, daraus resultiert, dass psychische Grundbedürfnisse eben unzureichend oder nicht erfüllt sind.
Und letztendlich trägt Partizipation die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse dann auch zu einer Erhöhung der Resilienz bei, also zu einer Widerstandskraft der Personen, die sie dann auch gegenüber äußeren Risikofaktoren belastbar macht. Ja, ich komme jetzt im zweiten Punkt zum Kindeswillen beziehungsweise zum Kindeswohl oder zur Kindeswohlgefährdung. Der Kindeswille ist, wie gesagt, der Bestandteil von Partizipation. Da geht es eben um Wünsche, Bedürfnisse, Zielausrichtungen von Kindern. Und die Akzeptanz des Kindeswillens wird ja auch als Kinderrecht verstanden. Gleichzeitig ist es ein Bestandteil des Kindeswohls. Also man sagt, dass Dinge, die komplett am Kindeswillen vorbeigehen, schwierig mit dem Kindeswohl zu vereinbaren sind. Das Kindeswohl ist so das zentrale Kriterium der Kinder- und Jugendhilfe. Allerdings finden wir auch immer wieder Bereiche, wo ein Widerspruch besteht. Also wo beispielsweise der Kindeswille selbst zu einer Kindeswohlgefährdung beitragen kann. Wir finden das häufig in familienrechtlichen Angelegenheiten, wo ein Kind beispielsweise bei den psychisch kranken Eltern unbedingt bleiben und die weiter unterstützen möchte, obwohl da eine Parentifizierung vorliegt. Also wo praktisch eine Rollenumkehr stattgefunden hat und Kinder die Elternrolle für ihre eigenen Eltern übernehmen und damit natürlich nicht mehr in der Lage sind, die eigenen Entwicklungsaufgaben entsprechend wahrzunehmen. Insofern stellt das häufig ein Problem dar. Das bedeutet, der Kindeswille ist Bestandteil des Kindeswohls, muss aber nicht immer mit dem kompatibel sein. Unter Kindeswohl versteht man die für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen günstige Relation zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen. Dadurch wird eigentlich deutlich, wie schwierig es ist, diesen Begriff wirklich zu definieren. Es ist auch ein unbestimmter Rechtsbegriff, der letztendlich für jedes Kind ausgefüllt werden muss. Weil wir immer schauen müssen, wie ist denn die individuelle Bedürfnislage? Das unterscheidet sich zum einen natürlich nach dem Alter des Kindes. Also Säuglinge haben natürlich völlig andere Bedürfnisse als Jugendliche. Aber auch Kinder in einem Alter unterscheiden sich. Wenn ein Kind zum Beispiel Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstörungen hat, dann braucht dieses Kind natürlich andere Umgebungsbedingungen, als wenn das beispielsweise nicht der Fall wäre. Ja, das ist eine sozusagen eine Art Mindmap, die ich mal mit meinen Studierenden erstellt habe, wo ich gefragt habe, was brauchen Kinder eigentlich für ihr Wohl? Und das sind so die Aussagen, die gemacht wurden und die auch tatsächlich sehr treffend sind, wenn wir uns dann auch die psychischen Grundbedürfnisse später anschauen und auch das, was Kinder tatsächlich brauchen. Sie brauchen nämlich Vertrauens- oder Bindungspersonen, sie brauchen Anerkennung, Förderung, Nahrung und Trinken ist, denke ich, auch selbstverständlich, Freunde, soziale Integration, Wohlbefinden, Spaß, Schutz, Sicherheit, Regeln, Struktur, Partizipation und Wärme. Das sind also alles grundlegende Voraussetzungen, die eigentlich gegeben müssen, damit sich ein Kind gut entwickeln kann. Das ist leider ja nicht immer der Fall. Das heißt, es gibt auch Fälle von Kindeswohlgefährdung und darunter versteht man nach dem Bundesgerichtshof eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Das bedeutet, eine Kindeswohlgefährdung muss noch nicht akut vorliegen. Wir können die auch schon feststellen, wenn wir sagen müssen, wenn es so weitergeht, wie es jetzt ist, dann wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Schädigung des Kindes erfolgen. Die Schwierigkeit dabei für Fachkräfte, die das zu entscheiden haben, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das heißt, wo schlägt denn eigentlich überstrenges Erziehungsverhalten in körperliche und seelische Misshandlung um? Wo wird eine sehr ärmliche Versorgung in materieller und emotionaler Hinsicht zur Vernachlässigung? Und ab wann ist tatsächlich die Grenze überschritten, dass wir sagen, jetzt haben wir es mit einer Kindeswohlgefährdung zu tun, die auch ein Einschreiten erforderlich macht?
Und ich gehe auch noch mal kurz auf die Formen von Kindeswohlgefährdungen ein, weil die eigentlich oft oder immer auch was mit elterlichem Fehlverhalten zu tun haben. Also die Formen, die so aufgezählt werden, sind physische und psychische Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung, aber auch häusliche Gewalt. Also wenn es elterliche Streitigkeiten oder partnerschaftliche Streitigkeiten gibt, in die das Kind zwar nicht direkt involviert ist, führt das nichtsdestotrotz zu einer Schädigung des Kindes. Das Problem bei diesen Formen von Kindeswohlgefährdungen ist, dass wir eine Kindeswohlgefährdung häufig nicht feststellen können, nicht sicher feststellen können, weil wir die Eltern im Umgang mit ihren Kindern ja selten objektiv erleben. Also ich sage mal, wenn eine Fachkraft vom Jugendamt in einer Familie drin ist, wird nicht gerade in dem Moment eine Misshandlung des Kindes beobachtbar sein oder eine psychische Misshandlung oder dass sich Eltern streiten oder gegenseitig schlagen. Und das macht es manchmal auch sehr schwer, frühzeitig eine auch drohende Kindeswohlgefährdung zu erkennen, weil je früher wir intervenieren können, das bedeutet nicht, Kinder aus der Familie rauszunehmen, sondern die Familie entsprechend zu unterstützen, umso eher können wir etwas dagegen tun. Und gerade weil es so schwierig ist, diese Formen von Kindeswohlgefährdungen zu erkennen, ist aus meiner Sicht, sind psychische Grundbedürfnisse ganz wesentlich. Also wirklich zu sehen, wie verhält sich ein Kind, was für Auffälligkeiten zeigt es. Frau Krankenhagen hatte mir eben mitgeteilt, dass auch aus den Kitas immer mehr berichtet wird, dass es sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kindern gibt. Und das ist sicherlich ein Punkt nachzuschauen, woran fehlt es? Und es fehlt in der Regel an der Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse. Dittrich und Borglaus haben festgestellt, dass eigentlich ein Mangel an psychischen Grundbedürfnissen eine Kindeswohlgefährdung darstellt. Also zitiert haben sie das folgendermaßen, da menschliche Grundbedürfnisse so zu definieren sind, dass ihre Befriedigung unabdingbar gegeben sein muss, damit ein gesundes und als befriedigend erlebtes Leben gelebt werden kann. Und da die Verletzung oder Nichtbefriedigung von Grundbedürfnissen weitreichende Folgen für die weitere Entwicklung haben kann, ist die Feststellung, dass Grundbedürfnisse eines Kindes dauerhaft verletzt werden, mit der Feststellung einer Kindeswohlgefährdung oder einer drohenden Kindeswohlgefährdung gleichzusetzen. Das heißt, es bietet uns letztendlich auch die Möglichkeit, nochmal zu schauen, besteht schon eine Kindeswohlgefährdung, obwohl wir keine sicheren Anhaltspunkte dafür haben. Und auf diese psychischen Grundbedürfnisse, weil ich die für so wesentlich für die Entwicklung von Menschen halte, egal ob Kinder oder Erwachsene, gehe ich darauf nochmal ein. Und zwar hat Grave, die empirisch und theoretisch am besten fundierten Bedürfnisse zusammengefasst, wo sich auch andere Bedürfnisse subsumieren lassen. Und zwar ist es das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz und das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das sind so die zentralen Bedürfnisse und auf die werde ich im Folgenden noch mal kurz eingehen. Im Gegensatz zu Maslows Bedürfnispyramide ist es hier tatsächlich so, dass die einzelnen Bedürfnisse nicht hierarchisch aufeinander aufbauen, sondern dass eigentlich alle wichtig für die weitere Entwicklung sind. Das erste und sicherlich gerade bei kleinen Kindern zentralste Bedürfnis ist das nach Bindung. Das heißt, Bindungen gelten als wesentlicher Schutzfaktor. Sie sind aber auch ohne Risikofaktoren wesentlich für eine positive Entwicklung. Bindungsbeziehungen sind tiefgehende emotionale Beziehungen an wichtige und nicht ohne weiteres auswechselbare Bezugspersonen. Also man darf das nicht mit guten und auch wichtigen Beziehungen verwechseln. Die hat man nicht zu ganz vielen Menschen. Zunächst sind natürlich die direkten Bezugspersonen in der Regel die Eltern oder die Personen, bei denen man aufwächst. Später kommen natürlich auch Freunde, Freundinnen dazu, LebenspartnerInnen und so weiter.
Wir können allerdings auch feststellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich für Bindungsangebote nicht mehr zugänglich sind. Wenn man sich zum Beispiel männlichen Jugendlichen anschaut, der Mädchen gegenüber ein sozial unangemessenes, aggressives Verhalten zeigt, damit verschreckt er potenzielle Freundinnen, zu denen er eine Bindung eingehen könnte. Dass er das macht, könnte daran liegen, dass er einen Mangel an sozialen Kompetenzen hat. Das wäre relativ einfach auszugleichen. Das heißt, dann würde man eben an den mangelnden sozialen Kompetenzen arbeiten. Bei diesem Jugendlichen hat sich bei der Anamnese aber gezeigt, dass er in der Vergangenheit über viele Bindungsabbrüche verfügt hat. Das heißt, es ist ein Kind, was sozusagen von einer Pflegefamilie in die andere gegeben wurde und auch in irgendwelchen Einrichtungen untergebracht war. Und hier hat eine Bearbeitung der mangelnden Kompetenzen wenig Sinn, weil das nicht die eigentliche Ursache ist. Das heißt, dieser Jugendliche in dem konkreten Fall vermeidet durch sein eigentliches Verhalten eigentlich nähere Bindungen, um nicht wieder enttäuscht und verletzt zu werden. Das heißt, erneute Bindungsabbrüche würde diese Person nicht vertragen, deswegen lässt die Bindungen gar nicht erst zu. Ja, und das ist leider auch etwas, was wir in der stationären Kinder- und Jugendhilfe häufig vorfinden, dass wir auch da Kinder haben, die für ja, Bindungsangebote kaum zugänglich sind. Jetzt habe ich schon gesagt, gerade das Bindungsbedürfnis ist natürlich bei kleineren Kindern von besonderer Bedeutung, weil letztendlich auch die Befriedigung der anderen Grundbedürfnisse ohne Bezugspersonen kaum möglich ist. Das heißt, gerade am Anfang ist es so, dass wir uns in der Nähe der Bezugspersonen sicher fühlen, dass wir dort Lust empfinden, dass wir uns geschützt fühlen, dass sie uns Orientierung und Kontrolle geben, dass sie uns im Idealfall positive Rückmeldungen geben und so weiter. Das heißt, das lässt sich letztendlich voneinander kaum wirklich trennen. Ja, das nächste wesentliche Grundbedürfnis, und ich glaube, da wird zumindest an dieser Stelle auch schon der Zusammenhang zur Partizipation deutlich, ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, der Mensch hat ein ganz zentrales Bedürfnis nach Sicherheit. Und um dieses zu erlangen, benötigen Menschen Orientierung durch Transparenz, Strukturen, Regeln, Routinen, einfach um die Welt zu verstehen und bestimmte Ereignisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was als nächstes auf uns zukommt, das ist ein Zustand, den wir nur schwer ertragen können. Allerdings reicht es auch nicht, nur zu wissen, was kommt als nächstes auf uns zu, sondern im Idealfall möchten wir natürlich eingreifen können, um die Verhältnisse so zu verändern, zu verbessern, dass es einen günstigen Verlauf nimmt. Das heißt, Menschen benötigen da auch das Gefühl, Situationen selbst kontrollieren zu können und diese nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Und da haben wir ja auch einen direkten Bezug zur Partizipation. Genau. Ja, dann kommen wir zu dem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Auch das ist ganz zentral. Das heißt, Individuen möchten sich als wertvoll und von anderen anerkannt fühlen. Und das führt häufig dazu, dass sich manchmal Kinder und Jugendliche auch Gruppen aussuchen, wo möglicherweise Eltern nicht immer begeistert von sind, was aber aus deren Sicht nachvollziehbar ist, weil sie dort nämlich selbstwertdienliche Rückmeldungen erfahren. Sich selbst abzuwerten, sich abzulehnen, mit sich selbst unzufrieden zu sein, das ist mit interpersonalisierten psychischen Problemen wie Depression oder sozialer Ängstlichkeit steht das in Zusammenhang. Das heißt, wir wissen, dass Menschen, die unter diesen Störungsbildern leiden, tatsächlich auch eine negative Sicht auf sich selbst haben. Also gerade eben kein hohes Selbstwertgefühl aufweisen. Um nun Anerkennung durch andere zu erhalten, sind wir zum einen erstmal auf Rückmeldungen, positive Rückmeldungen von nahen Bezugspersonen angewiesen.
je autonomer ein Kind wird, umso mehr natürlich auch durch den Freundeskreis, durch Gruppen, von denen man Rückmeldungen erhält. Und nicht zuletzt ist es aber auch wichtig, dass wir positive Erfahrungen machen, nämlich selbst Erfolge erzielen zu können. Also durch unsere eigenen Handlungen Einfluss auf unsere Situation nehmen zu können. Auch das ist tatsächlich hier ganz zentral. Tatsächlich müssen wir hier sagen, solange jemand noch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung hat, ist das erstmal positiv zu bewerten. Das heißt, jemand zeigt ein Annäherungsverhalten. Es ist ihm wichtig, noch Selbstwert zu erhöhen. Also wenn Sie beispielsweise einen Jugendlichen haben, der sich aggressiv verhält, weil er dadurch merkt, dadurch kriegt er Anerkennung. Er wird als stark von außen angesehen, dann ist das sicherlich etwas, was man per se erstmal nicht positiv sehen würde, nämlich dass jemand aggressiv ist. Aber diesem Kind, Jugendlichen, ist es noch nicht egal, ob sein Selbstwert erhöht wird, sondern er versucht daran zu arbeiten. Was man natürlich versuchen müsste zu verändern, wäre die Art, wie er diese Form der Anerkennung erhält. Viel schlimmer ist es hingegen, wenn vor allem das Bedürfnis nach Selbstwertschutz im Vordergrund steht, also ein Vermeidungsverhalten von Kindern und Jugendlichen gezeigt wird. Das heißt, bei einigen Individuen ist vor allem das Bedürfnis nach Selbstwertschutz vorrangig. Es geht also gar nicht mehr darum, selbstwertdienliche Erfahrungen zu machen, sondern vor allem darum, selbstwertschädigende Erfahrungen zu vermeiden. Das sind häufig die Kinder, die gelangweilt in der Schule sitzen und sagen, will ich nicht, ist blöd, ist langweilig, weil man sich so natürlich den Herausforderungen nicht stellt und dementsprechend auch keine negativen Rückmeldungen bekommen kann. Im Extremfall würde das zum Schuleschwänzen führen können. Das heißt, dass Kinder aufgrund des Selbstwertschutzes die Schule gar nicht mehr besuchen, weil sie dann auch nicht der Gefahr ausgesetzt sind, negative Rückmeldungen zu erfahren. Ja, und das letzte zentrale Bedürfnis ist das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ich glaube, das ist für jeden von uns nachvollziehbar. Wir machen lieber Dinge, die uns Freude bereitet, an denen wir Spaß haben, und wir versuchen, Dinge zu vermeiden, die bei uns Unlust auslösen. Das heißt, wir sind bestrebt, aversive Zustände zu vermeiden und angenehme Zustände herbeizuführen. Und welche Reize als verstärkend oder bestrafend wahrgenommen werden, ist natürlich unterschiedlich, weswegen auch Belohnungsprogramme scheitern, wenn sie eben nicht individuell gestaltet werden. Ich finde, Lust klingt immer ein bisschen merkwürdig, das hat keinen positiven Klang, aber letztendlich geht es auch um Spaß und Interesse. Ich finde, dass Spaß etwas ist, was in unserer Gesellschaft zu Unrecht negativ bewertet wird. Aber das brauchen wir. Es ist emotional ganz wichtig, und natürlich machen wir auch lieber Dinge, die uns Spaß machen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Kind haben, was eine Rechenschwäche hat, und Sie wollen nun die Rechenschwäche dieses Kindes aufbessern, dann fangen wir meistens über das an, was das Kind nicht mag, nämlich Mathe. Da hat es schon ganz viele negative Erfahrungen gemacht, aber es wird Nachhilfe angeboten. Viel sinnvoller wäre es tatsächlich, über das zu gehen, was dem Kind Freude und Spaß bereitet. Also wenn ein Kind zum Beispiel Freude an Bewegung hat, dann ist es sinnvoll, tatsächlich damit Mathematik zu verbinden. Oder zur Zeit meiner Kinder, das ist wahrscheinlich schon überholt, gab es Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Karten. Es ist erstaunlich, dass Kinder plötzlich im 200er-Bereich rechnen können mit Abwehr- und Angriffspunkten, was ihnen bei normalen Matheauflagen nicht mal im 20er-Bereich gelingt. Und ich glaube, insofern ist es ganz wichtig, Interessen und Spaß zu berücksichtigen, weil das häufig der Zugang ist, um Kinder tatsächlich zu erreichen, auch solche, die unzugänglich erscheinen. Ja, und dann würde ich als nächstes auch schon dazu kommen, inwiefern jetzt Partizipation und psychische Grundbedürfnisse
zusammenhängen. Und an dieser Abbildung soll auch nochmal deutlich werden, dass letztendlich alle diese Bereiche auch in Wechselwirkung zueinander stehen. Das heißt, dass nur ein Bereich erfüllt ist und die anderen nicht, ist sehr relativ selten. Also ich glaube, da, wo es am deutlichsten ist, da habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass Partizipation zunächst einmal Kontrolle ermöglicht. Das heißt, Kinder können durch Mitbeteiligung und Selbstbestimmung Kontrolle über Dinge ausüben, die für sie selbst bedeutsam sind. Und das führt eben auch zu einem Gefühl der Sicherheit und erhöht auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Also das Gefühl, ich kann etwas an meiner eigenen Situation verändern. Durch den Austausch mit anderen ist es aber auch gleichzeitig so, dass Bindungsgelegenheiten geschaffen oder bestehende Bindungen verstärkt werden, weil sowas ja auch immer im Austausch mit anderen passiert. Durch Partizipation trägt man aktiv dazu bei, lustvolle Situationen zu schaffen. Zum einen gibt es Kinder, denen bereitet die Partizipation selbst Freude, aber zumindest das Ergebnis der Partizipation, nämlich eigene Interessen mit einzubringen, die einem dann auch Freude bereiten, ist ebenfalls so, dass diese Art von Grundbedürfnis damit befriedigt wird. Und mit eigenen Beiträgen von anderen gehört zu werden und durch die Mitbestimmung etwas zu erreichen, führt eben auch wiederum zu einer Selbstwerterhöhung. Also tatsächlich finden wir hier ganz, ganz enge Zusammenhänge. Hier habe ich es auch nochmal zusammengeführt. Partizipation erfüllt das Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstwerterhöhung, Lustgewinn und Bindung. Umgekehrt begünstigt allerdings die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse die Möglichkeit der Partizipation. Wir werden auch später nochmal drauf kommen, dass es Kinder gibt, die nur schwer für Partizipation anfänglich zumindest zu erreichen sind. Und wir wissen, dass Kinder, deren Grundbedürfnisse erfüllt sind, sich damit natürlich auch viel leichter tun. Dann führt die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse oder führt nicht zwangsläufig, aber trägt zum Aufbau von Resilienz bei, also zur Widerstandsfähigkeit. Dadurch können Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartungen oder auch soziale Kompetenzen aufgebaut werden, die einem natürlich auch in allen anderen zukünftigen Situationen hilfreich sind. Und nicht zuletzt wissen wir, dass die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse vor psychischen Erkrankungen schützt. Also Borg Laufs, der selbst Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist, hat in verschiedenen Untersuchungen mit seinen Mitarbeitern herausgefunden, dass die dauerhafte Nichterfüllung psychischer Grundbedürfnisse die Entstehung psychischer Störungen begünstigt. Und umgekehrt psychische Störungen, wenn sie denn da sind, die Erfüllung psychischer Grundbedürfnisse erschweren. Also wenn Sie sich beispielsweise einer Person mit Depressionen vorstellen, dann ist diese Person durch sozialen Rückzug und mangelnde Aktivität gekennzeichnet, wodurch natürlich das Bindungsbedürfnis nicht erfüllt werden kann und lustvolle Aktivitäten unterbleiben. Es fehlen dann auch Möglichkeiten positiven Feedbacks und dadurch, dass man seine Aktivitäten insgesamt einschränkt, hat man auch kaum Erfolgserlebnisse. Und Depressive sind eben auch auf eine negative Sicht auf die Zukunft, sind dadurch gekennzeichnet und eben dadurch, dass sie auch das Gefühl haben, selbst an ihrer schwierigen Situation nichts verändern zu können. Umgekehrt ist es aber auch so, dass wenn Erfolge ausbleiben, wenn positives Feedback durch das Umfeld ausbleibt, wenn ein Mangel an Sozialkontakten und Bindungen besteht, wenn man wenig lustvolle Erfahrungen macht, dass dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung wie Depression erhöht wird. Und auch das betrifft sowohl Kinder als auch erwachsene Menschen. Da sind wir uns teilweise dann gar nicht so unähnlich. Ja, ich würde dann als nächstes mal auf die Herausforderungen von Partizipation zu sprechen kommen wollen, wenn jetzt nicht vorher schon irgendetwas ist, was wir an Fragen aufgreifen müssen.
Im Chat sind keine Fragen aufgetaucht. Okay, gut, dann mache ich erstmal weiter. Und zwar die Herausforderung von Partizipation ist zum einen, dass manchmal ein falsches Verständnis von Partizipation besteht. Das heißt, in der Praxis ist immer wieder feststellbar, dass Partizipation nur eine eingeschränkte Beteiligung auf Fragen nach Wünschen reduziert wird. Das heißt, man allenfalls fragt, was wünschst du dir denn? Oder dass man fertige Angebote präsentiert und die Kinder können entscheiden, ob sie daran mitwirken wollen oder auch nicht. Das ist allerdings noch keine Partizipation im engeren Sinne, weil das Kind ja tatsächlich nicht daran mitbeteiligt wird, was es zum Beispiel überhaupt für Angebote gibt. Ja, das nächste hängt damit so ein bisschen auch zusammen. Das heißt, Partizipation wird manchmal auch als Mittel zur Durchsetzung eigener Regeln verstanden, also eher Mittel zum Zweck. Eigentlich weiß man schon, was man gerne erreichen möchte bei den Kindern, bestimmte Regeln, die man einführen will. Man weiß aber natürlich, wenn Kinder daran mitbeteiligt waren, sind sie auch eher bereit, diese Regeln zu akzeptieren. Deswegen stellt man es zur Diskussion. Das kann allerdings ganz schnell dazu führen, dass die Diskussion in eine völlig falsche Richtung geht. Die Kinder nämlich die eigenen Wünsche da, die Fachkraft hat, nicht unbedingt mit berücksichtigen. Und insofern sollte tatsächlich Partizipation immer ergebnisoffen sein. Also wenn ich die Kinder einbeziehe, dann und zwar offen einbeziehe, dann muss ich auch offen für die Lösung sein. Wenn ich von vornherein weiß, dass ich eine bestimmte Regel durchsetzen will, dann sollte ich sie einfach vorgeben. Das ist auch letztendlich den Kindern gegenüber ehrlicher. Ja, Partizipation im Sinne von Beschwerden durch die Kinder wird häufig von den Fachkräften als Kritik empfunden und möglicherweise dann auch als eine unangenehme Situation. Das hat dann auch vielleicht mit Supervision zu tun, wie man mit so etwas umgeht. Das heißt, wenn ich sage, ihr dürft euch beschweren, kann das natürlich auch dazu führen, dass dann tatsächlich Kritik kommt. Es kann auch sein, dass Kinder die Möglichkeit der Mitbeteiligung nicht wirklich verstehen, weil wir zwar glauben, wir haben ihnen verständlich gemacht, wie die Beteiligung aussehen kann, aber bei den Kindern ist das nicht so angekommen. Ich hatte da so ein Beispiel gefunden, wo ein vierjähriges Kind die Erzieherin fragt, warum darf ich bei der Projektgruppe nicht mitmachen und die Erzieherin antwortet erstaunt, ich habe dich doch gefragt, ob du Interesse hast und du hast Nein gesagt. Woraufhin das Kind daraufhin fragt, was ist denn ein Interesse? Also wir neigen häufig dazu, auch Dinge, ja, ich sag mal vielleicht so, dass wir sie verstehen, zu formulieren, aber das Kind weiß möglicherweise nicht, was damit gemeint ist. Und auf die letzten beiden Punkte würde ich jetzt gerne im Folgenden nochmal eingehen. Dass natürlich Partizipation durch die Haltung der Erziehenden ganz stark beeinflusst ist und die Umsetzung von Partizipation erleichtert oder erschwert und auch die individuellen Dispositionen der Kinder Partizipation erleichtern oder erschweren können. Und das macht es nochmal schwierig, weil wir das eben tatsächlich im Hinterkopf behalten müssen. Gehen wir zunächst mal auf die Haltung der Erziehenden ein. Also wir haben es ja häufig mit diesem Widerspruch zu tun in den Erziehungsmaximen. Auf der einen Seite will man Kindern Freiheiten einräumen, auf der anderen Seite aber auch Grenzen setzen. Und innerhalb dieses Kontinuums, wenn man so will, gibt es natürlich eine relativ große Bandbreite. Und ich glaube, Sie werden vielleicht auch feststellen, Eltern unterscheiden sich da, aber auch Fachkräfte, in welche Richtung sie tendieren. Ich habe jetzt hier mal Erziehungsstile so zwischen den Polen aufgeführt. Normalerweise werden ja Erziehungsstile auf der einen Seite nach Wärme und Zuwendung durch Personen gekennzeichnet, auf der anderen Seite durch die Art der Kontrolle und Mitbestimmung. Hier habe ich jetzt tatsächlich mal die ja etwas wertende Zuwendung rausgenommen.
und mich nur auf die Form der Vorgabe von Regeln bezogen. Und da können wir feststellen, dass der Laissez-faire-Erziehungsstil durch das Fehlen von Regeln und Vorgaben gekennzeichnet ist. Das wird häufig durch die Maxime geleitet, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und da ist die Überzeugung mit verbunden, dass sich Kinder vor allem dann besonders gut entwickeln, wenn man eben möglichst wenig Vorgaben macht und sie in ihrer Entwicklung nicht zu sehr beeinträchtigt. Das Ganze wurde so ein Stück weit dann auch abgelöst durch die demokratische Erziehung, wo man gesagt hat, also eigentlich am besten soll in Kita, Schule, auch bei in der Familie Erziehung als Aushandlungsprozess verstanden werden. Also eigentlich soll alles partizipativ erfolgen im Idealfall. Da haben dann viele gesagt, das ist dann doch auch ein bisschen schwierig. Es hat sich dann so als das Idealbild der Erziehung häufig die autoritative Erziehung herausgestellt, wo auf der einen Seite schon sehr starke Regeln vorgegeben werden, auf der anderen Seite aber auch den Bedürfnissen des Kindes angemessen ein bestimmter Grad von Mitbestimmung erlaubt wird. Ja, und die extremste Form oder die stärkste Grenzsetzung ist sicherlich die autoritäre oder autokratische Erziehung, wo man eben sagt, Gehorsamkeit und Disziplin, das ist erstmal das Wichtigste, was Kinder lernen müssen, bevor man dann dazu kommen kann, ihnen bestimmte Freiheiten einzuräumen. Ein sehr bekannter Vertreter ist ja Bernhard Büb, ein deutscher Pädagoge und ehemaliger Leiter des Internats von Schloss Salem. Und er ist der Autor des Buchs Lob der Disziplin. Und der war eben der Meinung, dass man Kinder und Jugendliche nicht zu früh in eine nicht altersangemessene Unabhängigkeit entlassen sollte, weil sie das überfordere. Und auch Michael Winterhoff, ein deutscher Kinder- und Jugendpsychiater, der in der letzten Zeit auch ziemlich in den Medien präsent war, weil er sehr schnell bei Verhaltensauffälligkeiten auch Medikamente verschrieben hat, die für die Behandlung dieser Kinder alles andere als angemessen war, hat das Buch geschrieben, Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Und er hat sich eben explizit gegen eine partnerschaftliche Beziehung gewendet zwischen Eltern und Kindern, Fachkraft und Kindern, weil er gesagt hat, das ist das Letzte, was unsere Kinder brauchen, dass wir ihnen noch mehr Freiheiten einräumen. Also daran wird aber möglicherweise deutlich, selbst wenn man den Extremen nicht folgt, dass manchmal das Mittelmaß fast am schwierigsten zu finden ist. Also das heißt, wie viel Mitbestimmung brauchen Kinder, wie viele Regeln brauchen sie tatsächlich? Und es ist auch wichtig, dass man diese Einstellungen reflektiert und sich darüber austauscht, weil es ist ja nicht so, dass eine Fachkraft den Kindern was Schlechtes will und die andere was Gutes, sondern man ist nur unterschiedlicher Überzeugung, wie das Ganze umgesetzt werden sollte. Ich würde nachher auch nochmal darauf eingehen, oder vielleicht mache ich das tatsächlich gleich, dass ich das jetzt nochmal mit einfüge. Das sind also Sachen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Ich war mir nicht sicher, ob ich dazu komme. Deswegen habe ich es hinten angestellt. Aber ich würde es trotzdem jetzt nochmal mit reinnehmen. Tatsächlich hat man herausgefunden, dass es auch kulturell Unterschiede gibt in den Entwicklungskonzepten, denen man folgt. Und zwar hat Tromsdorf eine Untersuchung durchgeführt zwischen deutschen und japanischen Müttern. Und zwar war es so gewesen, dass man festgestellt hat, dass japanische Kinder viel weniger aggressiv sind als deutsche und amerikanische Kinder. Und man war der Meinung gewesen, dass da unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Erziehungskonzepte hinterstecken. Und man hat das durch eine Situation versucht nachzustellen, in die man sowohl deutschen als auch japanischen Müttern vorgegeben hat. Und zwar wurde gesagt, sie erwarten einen wichtigen Anruf von ihrer Freundin. Kaum haben sie den Hörer abgenommen, beginnt ihr Kind zu maulen. Das Kind sagt, du sollst jetzt aber mit mir spielen.
Und man hat dann geschaut, inwiefern deutsche Mütter und japanische Mütter sich hinsichtlich ihrer Kognitionen, also ihrer Gedanken in solchen Situationen unterscheiden, wie ihr Gefühl in solchen Situationen ist und wie das daraus resultierende Verhalten ist. Das ist so ein Erklärungsmodell von Verhaltensweisen, weil wir wissen, dass Kognitionen unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle wieder direkt handlungsleitend sind, wenn wir nicht dazwischen gehen. Ja, und man hat festgestellt, dass die Gedanken von Müttern in einer solchen Situation schwerpunktmäßig ist, das Kind will nur seinen Kopf durchsetzen, er oder es kann nicht ertragen, mal nicht im Mittelpunkt zu stehen. Es muss auch akzeptieren, dass ich ein Recht auf meine Interessen habe. Wenn ich solche Gedankengänge habe, die natürlich auch durch eine grundlegende Haltung beeinflusst sind, dann führt das eher zu Ärger und Frustration. Und wir wissen, wenn wir Ärger und Frustration erleben, dann ist das Verhalten eher ein aggressives. Das heißt, wir weisen die kindlichen Bedürfnisse zurück und schimpfen gegebenenfalls auch mit dem Kind. Anders sieht das bei japanischen Müttern aus. Die denken in der gleichen Situation, es ist normal, dass er nicht begeistert ist, wenn ich telefoniere, oder das Kind ist noch nicht so weit, verstehen zu können, dass ich jetzt keine Zeit für es habe. Das bedeutet, dass die Gedanken, also die Emotionen bei solchen Gedanken eher zu einem Gefühl von Gelassenheit führen. Und tatsächlich war das Interessante, dass diese japanischen Mütter unterschiedliche Verhaltensweisen angegeben haben. Nämlich auf der einen Seite ist es so, dass einige Mütter den Protest unterbunden haben und gesagt haben, du musst jetzt aber warten, aber ohne selbstverletzende Äußerungen. Es gibt einige, die sich mit dem Kind geeinigt haben, also gesagt haben, jetzt telefoniere ich, danach habe ich Zeit für dich. Oder es gibt auch einige, die einfach nachgegeben haben ohne Vorwurf, die dann gesagt haben, okay, dann lasse ich mich jetzt auf die Bedürfnisse meines Kindes ein und telefoniere zu einem anderen Zeitpunkt. Tatsächlich hat man sich gefragt, woher kommt das? Und man hat das mit unterschiedlichen Erziehungskonzepten in Verbindung gebracht. Und zwar herrscht bei uns in der westlichen Gesellschaft ein Erziehungskonzept. Wir gehen davon aus, dass wir sehr schnell und vielleicht auch sehr strikt reagieren müssen, damit sich bestimmte ungünstige Verhaltensweisen bei Kindern nicht festsetzen. Bei japanischen Müttern findet man eher ein Entwicklungskonzept. Die sind deutlich nachsichtiger den Kindern gegenüber, weil sie beispielsweise sagen, mein Kind ist eben noch nicht so weit. Das braucht einfach Zeit, was dann natürlich auch zu einer etwas größeren Gelassenheit dem Kind gegenüber führt. Das wollte ich jetzt nur noch mal einführen, bevor ich dann auf die Dispositionen des Kindes komme. Weil natürlich müssen wir uns ein Stück weit bewusst machen, welchen Erziehungsstil verfolge ich eigentlich und inwiefern ja, behindert der mich möglicherweise oder beeinflusst auch meine Möglichkeiten der Partizipation. Ja, Partizipation, habe ich schon gesagt, ist nicht alleine davon abhängig, von der Haltung der Fachkraft oder der Eltern, sondern jedes Kind bringt natürlich individuelle Voraussetzungen mit. Das heißt, bei der Partizipation müssen individuelle Besonderheiten des Kindes wie unterschiedliche Bedürfnisse, aber auch Temperamentseigenschaften berücksichtigt werden. Sonst funktioniert das mit der Partizipation häufig nicht. Ein wichtiges Thema ist das Temperament. Ich tatsächlich finde die Temperamentsforschung sehr spannend, weil man eben herausgefunden hat, dass sich Kinder hinsichtlich des Temperaments unterscheiden. Also das Temperament ist letztendlich eine relativ stabile Verhaltensreaktion, die sich sowohl im Verhalten als auch in den Emotionen widerspiegelt und die in hohem Maße genetisch determiniert ist. Also man geht beim Temperament wirklich davon aus, dass das angeboren ist. Das heißt, an dem Temperament selbst kann man erstmal tatsächlich nichts ändern.
Und es gibt verschiedene Temperamentsdimensionen, die man gefunden hat, wohin sich Kinder tatsächlich voneinander unterscheiden. Und natürlich kann man schon bei Säuglingen feststellen, dass sie große Unterschiede dahingehend haben, wie aktiv sie sind, wie schnell sie einen Rhythmus finden oder sich in Rhythmen einbinden lassen, wie groß die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist, ob sie eher mutig sich an neue Situationen heranwagen oder ob sie eher ängstlich reagieren, wie leicht sie sich auf neue Situationen einlassen und anpassen können, aber auch wie intensiv sie in ihren Reaktionen auf bestimmte Situationen reagieren. Auch die Gefühlsdisposition, also ist man eher positiv und fröhlich gestimmt oder eher negativ, lässt sich dort wiederfinden. Und auch die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren oder sich regulieren zu lassen, zählt zu diesen Temperamentsdimensionen. Und man hat tatsächlich eine ganze Menge Kinder untersucht. Ich glaube, es waren 3000. Und man hat durch Clusterbildungen verschiedene Temperamentstypen herausgefunden. Es gibt ein einfaches, pflegeleichtes Kind, das war tatsächlich die Mehrzahl von 40%. Es gibt schwierige Kinder und es gibt langsam aktiv werdende Kinder. Wenn Sie das addieren, werden Sie feststellen, dass 35% fehlen. Das bedeutet, dass es auch Kinder gibt, die sich keinem der Typen eindeutig zuordnen lassen, die man dann auch nicht zuordnen würde. Ja, das, was sich die meisten Eltern zumindest in unserer Gesellschaft wünschen, ist natürlich ein einfaches, pflegeleichtes Kind. Das ist zumeist fröhlich, es entwickelt schnell regelmäßige Routinen. Die Anpassung an neue Situationen fallen ihm leicht, es lässt sich gut regulieren und kann sich auch selbst gut regulieren. Das ist also ein Kind, was den Eltern häufig wenig Schwierigkeiten in der Erziehung bereitet. Anders sieht das beim schwierigen Kind aus, was häufig auch als ein Kind bezeichnet wird, was zu einer Hochrisikogruppe gehört. Dieses Kind hat Unregelmäßigkeiten in den täglichen Routinen. Es lässt sich schlecht an irgendwelche in einen Rhythmus einbauen. Es hat Schwierigkeiten in neuen Situationen. Es reagiert häufig negativ und auch mit übermäßiger Intensität. Das sind also häufig Kinder, wenn die sich einmal eingeschrien haben, lassen die sich nur schwer beruhigen, was häufig bei den Eltern dazu führt, dass sie versuchen, die Kinder dann auch abzulenken, damit sie da erst gar nicht so reinkommen. Und diese Kinder lassen sich nicht gut emotional regulieren und denen fehlen auch eigene Regulationsstrategien. Und diese Kinder sind überproportional häufig Opfer von Misshandlungen, weil Eltern mit solchen Kindern auch schnell überfordert sind. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das sind die langsam aktiv werdenden Kinder. Diese zeigen nur wenig Aktivität. Sie zeigen wenig intensive Reaktionen auf Umweltstimuli. Die emotionale Disposition ist ebenso wie bei dem schwierigen Kind eher negativ. Und auch diese Kinder können sich nur schwer oder nur sehr langsam anpassen. Allerdings reagieren sie nicht so heftig und so intensiv, dann auch in negativer Hinsicht. Das sind also vor allem Kinder, die einfach sehr ängstlich sind oder durch ein sehr ängstliches. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig. Da hat sich meine Uhr zu Wort gemeldet, Entschuldigung. Das heißt, es sind also Kinder, die sehr ängstlich reagieren und das natürlich für die Eltern auch häufig schwierig ist. Nun kann man sagen, okay, wenn das Temperament genetisch bedingt ist, warum beschäftigen wir uns damit überhaupt? Zum einen ist es sicherlich wichtig für Eltern zu wissen, dass bestimmte Eigenschaften nicht durch sie beeinflusst sind, sondern dass das Kind diese mitbringt. Man weiß aber tatsächlich aus der Temperamentsforschung, hat man das Modell der guten Passung entwickelt. Das heißt, man hat herausgefunden, dass das gleiche Erziehungsverhalten bei Kindern mit unterschiedlichem Temperament auch unterschiedliche Entwicklungen zur Folge hat. Also es ist nicht so, dass man sagt, ein Erziehungskonzept ist jetzt bei allen Kindern tatsächlich das Gleiche,
sondern man hat herausgefunden, dass ein sehr restriktives Kontrollverhalten, das sind Erziehende, die sehr stark darauf achten, was ihre Kinder tun, die stark Regeln vorgeben und auch sehr konsequent auf deren Einhaltung achten, dass dieses restriktive Kontrollverhalten bei impulsiven, unnachgiebigen Kindern, also Kindern zum Beispiel mit einem schwierigen Temperament, wirkt dieses Verhalten aggressionshemmend. Wir haben genau den gegenteiligen Effekt, wenn wir es mit langsam aktiv werdenden Kindern oder mit Kindern mit pflegeleichtem Temperament zu tun haben. Da wirkt nämlich das gleiche restriktive Kontrollverhalten, führt zu dissozialem Verhalten im Schulalter. Und das hat eben tatsächlich zu der Überzeugung auch geführt, dass wir nicht per se sagen können, was für jedes Kind günstig ist, sondern wir müssen auch gucken, was das Kind tatsächlich an Eigenschaften mitbringt. Ja, wichtig ist natürlich, mit schwierigen oder langsam aktiv werdenden Kindern einfühlsam umzugehen, dass man Akzeptanz zeigt, realistische und nicht zu viele Anforderungen stellt. Wichtig ist auch, dass wenn Konsequenzen folgen, diese möglich auch logisch sind und dass sie dann auch tatsächlich konsequent durchgesetzt werden. Wenn das Ganze ist insofern wichtig, dass wir einfach schauen müssen bei der Partizipation, was haben wir für Kinder vor uns. Wenn es zum Beispiel ein Kind ist, was ganz stark nach Orientierung sucht, eigentlich konkrete Regeln und Vorgaben braucht, dann sollten wir das auch erst einmal erfüllen. Das heißt, wir sollten dem Wunsch des Kindes entgegenkommen. Wenn Sie beispielsweise ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben, die brauchen erstmal ganz klare Vorgaben, dann fühlen die sich sicher. Und dann kann man tatsächlich schrittweise auch eine Mitbeteiligung dieser Kinder erhöhen. Andersrum ist es, wenn Kinder ohnehin ein großes Bedürfnis danach haben, sich zu beteiligen, mitzubestimmen, dann wäre es tatsächlich auch wichtig, diesem Bedürfnis zu entsprechen. Und das macht es manchmal möglicherweise auch nicht ganz so einfach mit der Partizipation. Ja, dann würde ich zu den Anforderungen an Fachkräfte in Kitas kommen. Wenn nicht jetzt schon irgendwelche Fragen sind. Es gibt eine kleine Anmerkung nochmal von Frau Ackermann, die sagt, dass die große Schwierigkeit, diese, ich sag mal, Nähe oder diese Interaktion zum Kind, also Fachkraft-Kind-Interaktion herzustellen, durch Personalwechsel, durch Personalmangel, durch teilweise auch interne Hauskonzepte und so, dass das das schon sehr beeinflusst auch, weil dann das Kind und die Fachkraft diese Bindung nur begrenzt herstellen können oder die Fachkraft diese Bindung so stark fördern kann. Und über die Größe der Kindergruppe will ich an dieser Stelle gar nichts sagen. Ne? Also das ist einfach die ganz große Herausforderung für die Fachkräfte. Und gleichzeitig ist es aber auch das Kapital, weil wenn das gelingt, kann das Kind sich ganz anders entwickeln. Genau, aber ich sehe tatsächlich diese Problematik natürlich auch. Es ist ja immer ganz einfach zu sagen, das braucht das Kind. Wie das jetzt konkret umgesetzt werden soll, und ich sehe ja auch den Fachkräftemangel, den wir haben, oder tatsächlich die Wechsel, das haben wir ja auch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Auch dort gibt es ja immer wieder eine Mitarbeiterfluktuation. Da ist es natürlich auch ganz schwer, Beziehungen überhaupt aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Und ich sag mal, je geringer es ist oder je weniger Fachkräfte ich habe, umso schwieriger ist es ja auch, auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder dann tatsächlich einzugehen.
Und ich glaube, deswegen ist auch wichtig zu schauen, wie schafft man das auch ohne die einzelnen Fachkräfte zu überfordern. Darauf würde ich auch gleich noch mal kurz eingehen. Vielleicht auch aufs Aushalten, weil Frau Ackermann hatte noch mal so, dass es manchmal ganz schwer auszuhalten ist, wenn man eigentlich wüsste, was jetzt zu tun wäre. Ja, genau. Auf alle Fälle, ja. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass Partizipation natürlich Zeit benötigt. Also es müssen sich ja alle Beteiligten auch daran gewöhnen. Das ist ja nicht einfach etwas, wo wir einen Schalter umlegen und mit einem Mal findet das Ganze statt. Weil es ist natürlich auch so, dass Partizipation auch erstmal zu Chaos beiträgt oder beitragen kann. Dass es wirklich Zeit erfordert. Es ist viel einfacher, einfach strikt Regeln vorzugeben und dann halten sich alle dran. Da habe ich nur mit einigen Widerständlern zu kämpfen. Aber Partizipation ist schon eine anstrengende Angelegenheit, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, Bedürfnisse und Anliegen von Kindern müssen ernst genommen werden. Das ist wieder die Forderung, die Frage, wie soll man es tatsächlich bei Zeitmangel dann umsetzen? Und man soll Kindern eben im Idealfall mit einer fragenden, offenen Haltung begegnen. Und das hatte ich auch schon gesagt, die Bereitschaft, sich auf ergebnisoffene Prozesse einzulassen. Also das fällt tatsächlich vielen schwer, das auszuhalten, bis da endlich eine Lösung zum Beispiel gefunden wird. Ja, man braucht die Fähigkeit, sich und eigene Entscheidungen in Frage stellen zu lassen oder nicht nur das zuzulassen, sondern es letztendlich auch einzufordern und auch die Bereitschaft, sich auf Themen und Fragen einzulassen, auf die man möglicherweise selbst keine Antwort hat. Also ich weiß, dass auch viele, ich war ja früher in der Lehrerausbildung tätig, dass auch viele Lehrer davor zurückschrecken, kritische Themen anzusprechen, weil sie Sorge haben, dass sie das möglicherweise gar nicht mehr einfangen können. Also auch das hat damit zu tun, ist man dazu bereit oder fühlt man sich dazu auch tatsächlich in der Lage? Es gibt viele Methoden für Fachkräfte, also dass man eine dialogische Haltung einnehmen sollte, dass man sehr viel mehr fragt, dass man aktiv zuhört, dass man versucht, Fragen so zu formulieren, dass sie nicht zu bestimmten Antworten verleiten oder dass man zu viele Fragen stellt. Das sind natürlich alles so, ich sag mal, so kleine Methodenbausteine, die man einsetzen kann. Ich glaube aber, das, was wirklich zentral ist, ist, dass man ja, üben sozialer Kompetenzen klingt jetzt erstmal komisch. Die meisten von uns bringen diese Kompetenzen mit, sonst wären wir keine Fachkräfte. Soziale Kompetenzen wird auch immer in der Mehrheit gesprochen, weil wir sagen, wenn wir einen bestimmten Bereich, wie zum Beispiel Regeln durchsetzen, besonders gut beherrschen, dann fällt uns manchmal Partizipation im Gegenzug schwer. Man kann daran natürlich üben, das heißt, auch da geht es darum, sich mit den eigenen Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen und das zu üben. Ich glaube, es ist wichtig, sich im Kollegium auszutauschen, welche Ziele und Methoden ich eigentlich habe. Das heißt, geht es in bestimmten Situationen besser, wenn ich einfach Grenzen setze, wenn ich Regeln vorgebe? Oder ist es an der Stelle wirklich sinnvoll, es auszuhandeln? Das muss ich mir im Einzelfall überlegen. Wenn ich alles aushandle, komme ich zu Ergebnissen, die ich vielleicht gar nicht mittragen kann. Und es würde auch einfach viel zu lange dauern. Und es kommt eben auch nicht dem Bedürfnis aller Kinder entgegen. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, nämlich der Personalauswahl und Personalentwicklung. Also häufig neigen wir ja auch dazu zu glauben, wir müssen immer alles perfekt können. Wie ich eben schon gesagt habe, ist es so, manchmal fallen uns bestimmte Dinge leicht, da sind wir auch richtig gut drin und andere liegen uns nicht so. Und da ist manchmal dann auch die Frage, ob man es nicht dann auch auf das entsprechende Personal ein bisschen aufteilt. Also ich sage jetzt mal, wenn es so um Partizipationsprojekte geht, die ja häufig ein bisschen längerfristig angelegt sind und wo ein sehr häufiger Austausch mit Kindern dann auch stattfindet,
dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, das auch tatsächlich die Fachkräfte machen zu lassen, die daran auch wirklich Freude haben, denen das Spaß macht. Weil die gleiche Diskussion haben wir auch in der Schule. Es gibt Lehrer, die machen wunderbaren, lehrerzentrierten Unterricht. Das ist nicht per se etwas Schlechtes. Also Kinder brauchen ja auch bestimmte Informationen, die ihnen vorgegeben werden. Häufig ist es aber so, dass es den Lehrern nicht gleichermaßen leicht fällt, offene Gruppenarbeiten zum Beispiel durchzuführen. Ich finde das auch nicht problematisch, wenn man zumindest die Möglichkeit hat, es so aufzuteilen, dass wir, ja, wenn die Kompetenzen auch ein bisschen verteilt sind, vielleicht im Kollegium. Und möglicherweise kann das bis zum gewissen Grad zu einer Entlastung führen. Also nicht die Anforderung, ich muss alles perfekt beherrschen. Genau, damit wäre ich im Prinzip am Ende. Ich habe hier nochmal ja, die wesentliche Literatur aufgeführt, die ich verwendet habe. Ja, gibt es dazu noch Fragen? Ganz herzlichen Dank für diesen dichten Vortrag. Ich würde jetzt eine Frage aus dem Chat, die gut an dieser Stelle passt, auch an der Stelle gestellt wurde, gleich anschließen. Da geht es um die Ausbildung von Fachkräften. Also die Frage danach, ob die Elemente wie ergebnisoffene Prozesse üben in der Ausbildung auch berücksichtigt werden. Und dann auch die etwas kritische Nachfrage und ob das diese Art von Vorgehensweise in Prüfungen auch gelebt wird. Also da ist natürlich dieser Widerspruch drin. Können Sie dazu ja, so da nochmal darauf eingehen? Ja, ich kann es eigentlich nur verneinen. Also ich kenne das auch aus der Lehrerausbildung. Ich habe auch promoviert in dem Bereich Training sozialer Kompetenzen in der Lehrerausbildung und habe mich auch da damit beschäftigt. Wird eigentlich in der Lehrerausbildung das vermittelt, was gerade Probleme dann auch im Unterricht bereitet? Und da muss man einfach sagen, nein, das ist nicht der Fall. Und es ist auch zumindest die Rückmeldung, die ich bekomme, dass viele oder dass Kita auch das Gefühl hat, es werden immer mehr Aufgaben an sie übertragen. Ne? Es ist die Sprachförderung, die übernommen wird, die Resilienzförderung soll gefördert werden. Es soll partizipiert werden. Es soll Digitalisierung stattfinden. Also es ist ja ein Riesenkatalog tatsächlich an Anforderungen. Und da muss man sagen, dass häufig die Ausbildung da hinterherhinkt. Also hinter den Anforderungen, die tatsächlich in der Kita notwendig sind. Das sehe ich tatsächlich als Problem. Und wenn man dann wieder die Grundbedürfnisse in den Blick nimmt, müsste man dann nicht ganz viel einfach über Bord werfen und sagen, viel direkter Kontakt, viel Alltag gemeinsam, um auf die Bedürfnisse wirklich eingehen zu können? Ich glaube tatsächlich, das wäre das, wozu ich auch neigen würde, stärker zu gucken, was braucht das jeweilige Kind, inwiefern sind Bedürfnisse sichergestellt und wie kann man tatsächlich damit umgehen. Wir haben manchmal dann auch das Problem, dass bestimmte Maßnahmen uns vielleicht nicht pädagogisch wertvoll genug erscheinen. Ich glaube, alles oder fast alles, was zur Befriedigung der Bedürfnisse der Kinder beiträgt, ist da durchaus erwünscht. Und da ist es egal, ob es Digitalisierung, Sprache oder sonst was ist, weil die Bedürfnisse der Kinder da tatsächlich unterschiedlich sind. Also ich hatte beispielsweise im Rahmen eines Gutachtens mal den Fall, dass ein 11-jähriger Junge nicht beschulbar war. Der war in einer Art schulischen Klinikum, wo Kinder hinkommen, die praktisch nicht beschult werden können, weil sie sich nicht einbinden lassen. Und dieses Kind hatte ein Asperger-Syndrom, eingeschränkte Interessensgebiete. Und es war eben so, dass das Kind nachts zu Hause Computer gespielt hat oder sich intensiv mit dem Computer beschäftigt hat und tagsüber hat es geschlafen. Das ist aus Sicht des Kindes absolut nachvollziehbar, weil zumindest das Bedürfnis nach Lustgewinn war dadurch befriedigt.
Ne? Also nicht in der Schule oder im schulischen Klinikum, aber tatsächlich zu Hause durch das Spielen. Gerade im schulischen Klinikum hat man dann gesagt, ja, dann dürfen sie das ja hier nicht auch noch machen. Ist ja wichtig, dass der einen Ausgleich hat. Aber gerade bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen wissen wir, die haben ja nur eingeschränkte Interessensgebiete. Also eigentlich wäre der Zugang genau gewesen, dieses Interesse irgendwie zu nehmen und zu versuchen umzusetzen, um Zugang zu diesem Kind zu finden. Also das ist jetzt ein besonders extremer Fall, hat auch nichts mit der Kita zu tun, aber das ist ja einfach nur so ein Beispiel. Frau Ackermann meldet sich noch. Und Frau Ackermann, ich finde es ganz wunderbar, dass Sie sich melden, weil Sie hatten noch die Frage in den Chat gestellt, was Frau Lubitz denn mit logischen Konsequenzen meint. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau nachvollziehen, welche Folie das war. Aber, das stand auf einer Folie, genau. Ja. Ich frage das deshalb. Ich vermute, dass Sie wahrscheinlich in eine ähnliche Denkrichtung gehen wie ich. Ich erlebe in der Praxis, ich bin Fachreferentin für Kitas beim Paritätischen und erlebe in der Praxis häufig, dass Konsequenzen verstanden werden als nicht strafendes Verhalten und aber trotzdem ausgedacht werden von Fachkräften. Und nach meinem Verständnis sind Konsequenzen sowas wie, ich habe getrödelt und den Bus verpasst. Also was einfach passiert, ohne dass es jemand steuert. Und meine Frage war, welche Definition steht für Sie dahinter? Ah, okay. Sind Sie draußen, Frau Ackermann, und machen gerade einen Spaziergang? Ich mache immer ja gerade ganz to go. Nein, das muss ich ja mal kurz. Das ist wunderbar. Ich mache Nispe to go, genau. Nispe to go, das werden wir branden. Also vielen Dank, gute Anregung. Ja, so, jetzt für die Frau Lubitz. Genau. Ja, ich würde es tatsächlich auch in dem Sinne verstehen. Also eine Konsequenz wäre auch eine unlogische. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, kriegst du keine Kekse. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig und auch bei Partizipation ist das wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel gewisse Essenszeiten vereinbart und ein Kind eben sagt, frühstücken will ich jetzt nicht, dass man sagt, okay, das ist in Ordnung, aber du musst dann eben warten, bis es das nächste Mal etwas zu essen gibt. Oder ich selbst hatte das Problem, dass mein Sohn sich nicht pünktlich fertig gemacht hatte, um ihn in den Kindergarten zu bringen und ich hatte aber gleich um 8 eine Vorlesung. Ich habe ihn dann mit Schlafanzug in die Kita gebracht und habe ihm aber Wechselsachen mitgegeben. Auch das, denke ich, ist tatsächlich eine logische Konsequenz. Man muss dann damit leben, dass er das toll findet und auch am nächsten Tag mit Schlafanzug in die Kita möchte. Aber das würde ich tatsächlich unter logischen Konsequenzen verstehen. Also etwas, was sich direkt als Konsequenz daraus ableiten lässt. Und ich glaube, wir neigen häufig auch dazu, zu viele Konsequenzen zu wählen, die nichts mit dem eigentlichen Fehlverhalten zu tun haben. Also ich hatte mal eine Familie, bei dem das Kind schon 2 Jahre Fernsehverbot hatte. Also mal ganz davon abgesehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man das tatsächlich durchhält, muss man sich dann auch fragen, ob das dann tatsächlich sinnvoll ist. Ist damit Ihre Frage, Frau Ackermann, im NIFBE-to-go-Modus erfüllt, also beantwortet? Ja, erfüllt. Darf ich noch einmal reagieren auf Ihr Beispiel zum Essen und ein Kind, das nicht frühstücken möchte und der Partizipation und Mitbestimmung? Das ist was mir in der Praxis häufig begegnet, diese ein bisschen Schwierigkeit, alle Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen in einer großen Gruppe, ne, und zu gucken, wie kann ich so sensibel kommunizieren, dass das Kind das nicht als Strafe wahrnimmt, sondern als eine Aushandlung über die Ressourcen, die gerade zur Verfügung stehen. Ne? Fachkräfte sind danach vielleicht mit was anderem beschäftigt. Wie lange dauert es, bis ich wieder Hunger kriege? Kann ich das einschätzen, ja oder nein? Mhm. Weil ich Sorge habe, wenn so eine Antwort, manchmal wird dann auch verstanden als, dann hast du halt Pech gehabt und musst jetzt hungern, bis es das nächste Mal was zu essen gibt. Das haben sie so nicht gemeint, das weiß ich. Aber das erlebe ich manchmal noch so als verankerte Haltung in der Praxis, ja, die so rüberkommt. Gleichzeitig gibt es immer die Schwierigkeit, dass Kita einfach wie in jeder Beziehung Kompromiss bedeutet in der Bedürfnisaushandlung und Anpassung. Und dass das Kinder ja auch aushalten können in einem gewissen Maße. Genau. Aber an anderer Stelle, und da kommen wir vielleicht dann zu dem, weshalb ich mich eigentlich gemeldet hatte, nämlich dieser Idee,
das, was mir aus der Stressforschung so gefällt, dass niemand lernen kann, Erwachsene nicht und Kinder auch, wenn sie unter Stress stehen und wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Und dass das, Sie haben eben so schön erwähnt, dass das eigentlich zur Entlastung der Praxis gehört, zu gucken, wir machen ganz, ich glaube, Sie haben sowas gesagt, wie ganz viel Alltag, ganz viel Beziehung. Und dadurch entsteht so viel Entspannung und Wohlfühlen. Wohlfühlort war, glaube ich, bei Ihnen vorhin auch auf so einer Folie, ne, dass daraus ganz automatisch Lernanregungen in Beziehung, in der Gruppe, im Raum, in Raumumgebung entstehen. Mhm. Ja, und Partizipation bedeutet ja auch nicht, dass es eine Einbahnstraße ist. Bedeutet ja nicht, dass jetzt die Kinder diktieren, wie der Alltag in der Kita abläuft. Natürlich gibt es da auch Bedürfnisse der ErzieherInnen, die das auch mit einbringen müssen. Und Kinder müssen ja auch lernen, dass ihre Wünsche nicht eins zu eins übertragen werden können, sondern dass es eben da tatsächlich zu Schwierigkeiten führt. Ich finde es aber tatsächlich in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, dass wir es häufig als Bestrafung aussehen lassen. Also wenn ich zum Beispiel merke, das Kind fährt immer vorne weg, ich habe es nicht mehr im Blick oder ähnliches, dann kann ich sagen, zur Strafe fährst du jetzt hinter mir. Auch das wäre eine Art von logischer Konsequenz. Ich kann aber auch sagen, du, ich merke, dir fällt das total schwer, durch die Anregungen wirklich hier zu bleiben. Deswegen fährst du bitte hinter mir, dann bleiben wir alle zusammen. Also ich glaube, manchmal ist es einfach in dieser Hinsicht nur eine Form der Formulierung, die da dazu führen kann, dass es zumindest nicht selbstwertverletzend für das Kind ist. Ja, okay. Ich würde noch mal so ein bisschen anderen Bereich versuchen anzuschneiden. Sie haben ja gerade haben ja auch so gesagt, das Maß an Partizipation in einer, ich sag mal, Regelgruppe zu finden, ist ja nicht einfach. Also es ist der einzelne Aushandlungsprozess zwischen der Fachkraft und dem Kind. Ich finde, es ist die Gruppensituation an sich zu berücksichtigen. Also was haben wir als Gruppe vor und welche Regeln und Abläufe haben wir? Und dann kommt ja noch, damit wird es ja dann super komplex, die ganze Einrichtung. Also das heißt, in der Kantine gibt es für alle drei Gruppen um dann und dann Essen. In mehreren oder in vielen Beobachtungen in Kitas, die wir auch vor einigen Jahren noch durchgeführt haben, habe ich immer gedacht, so boah, diese Komplexität von Individueller, der in der Gruppe mit der Kollegin oder den Kolleginnen, den, sage ich mal, gruppenübergreifenden Angeboten und dann noch der Gesamtablauf, bis Mama und Papa dich wieder abholen. Das ist so ein komplexes Unterfangen, das systematisch und gut zu reflektieren und dann zu sagen, wo haben wir eigentlich dann gute Partizipationsmomente? Also eher in die Momentephase zu gehen als in die großen Projekte. Also wir haben ja im Bildungsschwerpunkt uns jetzt auf Schlüsselsituationen erstmal verständigt, dass man dafür sensibilisiert wird. Wie wäre denn, ich sag mal, für Sie dieses Maß an Partizipation zu finden? Haben Sie da einen Tipp für Fachberatung für Fachkräfte? Also einen Tipp habe ich nicht, weil das lässt sich genauso wenig allgemein beantworten, wie man sagen kann, mit was für Fachkräften habe ich zu tun, was für Kinder habe ich in der Gruppe. Aber wie Sie eben schon geschildert haben, manchmal sind das ja so komplexe Vorgänge, die selbst die Fachkräfte nicht durchschauen. Und wenn ich das jetzt den Kindern noch alles mit vorgeben würde, ihr müsst übrigens bedenken, die Gruppe ist ja dann auch noch da und ähnliches, das würde ja auch die Kinder überfordern. Und das bedeutet, dass man sich tatsächlich sehr genau überlegen sollte, wo ich sie in welcher Form mit einbeziehe. Ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich in der direkten Interaktion mit dem Kind, was natürlich auch Zeit erfordert, oder zumindest mit der kleineren Gruppe von Kindern, diese Partizipationsprojekte. Das ist natürlich tatsächlich das Umfangreichste. Und da muss man sich auch sehr genau überlegen, wie man das angeht. Wenn man sagt, wir gestalten das Außengelände und ihr sagt jetzt mal, wie ihr es haben wollt, dann kommen da vielleicht ganz viele tolle Ideen, wo ich aber alle sagen muss, es ist zu teuer, an der Stelle geht das nicht, das ist zu gefährlich. Wo die Kinder dann natürlich auch das Gefühl haben, super, jetzt äußern wir hier jede Menge Ideen und nichts davon geht.
Also insofern finde ich, ist es dann besser, auf diese Art von Partizipation zu verzichten, weil das führt eher dazu, dass sich Kinder ja gerade nicht wahrgenommen und gehört fühlen. Es dann tatsächlich eher in einem kleineren Kontext zu machen. Also ich glaube, gerade diese wirklich Projekte müssen richtig gut vorbereitet sein. Und die machen viel Arbeit, da darf man sich nichts vormachen. Und ich glaube, da darf man auch als Kita nicht sagen, Mensch, wir haben noch gar nicht so nur ein Partizipationsprojekt gemacht. Das ist ja, da sind wir ja hinten dran. Also da finde ich es besser, sich wirklich Zeit zu lassen, wenn man sowas macht, zumal diese Partizipationsprojekte, man nimmt eben auch nicht alle Kinder dann mit, ne? Sondern immer nur einen bestimmten Teil. Okay. Also ich glaube, es ist einfach wichtig. Das ist ja nochmal ein interessanter Aspekt, der in den Teams diskutiert werden kann. Ich würd gerne noch eine andere Schleife fragen. Und zwar habe ich gedacht, ja, das ist, leuchtet mir völlig ein, das vom Kind aus, so aus dieser entwicklungspsychologischen Perspektive zu sehen. Und dann habe ich sag mal, 5 Eltern, wo ich das Gefühl habe, dass deren Grundbedürfnisse in ihrem Leben so wenig erfüllt worden sind, dass sie in die Rolle von Eltern, die, ich sag mal, jetzt die Bedürfnisbefriedigung ihrer Kinder überhaupt in so eine Wahrnehmung kommen sollen. Ne, das wäre ja mein kleiner Impuls, den ich als Fachkraft im Elterngespräch gebe. Ne? Also nicht reglementieren Sie durchgehend, dann sind Sie aus dem Kontakt, sondern man merkt, boah, die Eltern haben eigentlich diese Grundbedürfnisse auch nie erfüllt bekommen. Da hat man ja irgendwann auch einen Blick für. Und also gibt es da von Ihrer Seite nochmal, Mensch, wie kann man diese Welle oder diese indirekte Interaktion zu dem Bereich gut lösen? Ich glaube, das ist generell ein Problem, auch die Elternarbeit. Ne? Also nur um nochmal kurz auf Partizipation zurückzukommen, wenn wir Partizipation mit Kindern betreiben und zum Beispiel überlegen, wie machen wir jetzt das Frühstück, dann haben wir ja noch die Eltern mit dabei, ne? Die auch noch ihre Wünsche, Befürchtungen oder Ähnliches haben. Also wir machen noch eine zusätzliche Baustelle auf. Und tatsächlich ist das, glaube ich, was ganz zentral ist. Also ein Kind kann es eigentlich in der Familie nur gut gehen, wenn es auch den Eltern gut geht. Und das ist häufig tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben es manchmal mit Eltern zu tun, die selbst nie erfahren haben, wie ein einfühlsames, fürsorgliches Verhalten ist. Und denen es auch schwerfällt, sich in die Kinder einzubeziehen oder die eben psychischen Belastungen ausgesetzt sind und denen die Ressourcen fehlen, sich auf die Kinder einzulassen. Und ich kenne das Problem tatsächlich auch aus der sozialen Arbeit. Und da würde ich sagen, klar, eine Familienhilfe muss immer auch gucken, dass sie sich der Eltern annimmt und auch da gucken, inwiefern sind da psychische Bedürfnisse erfüllt oder auch nicht. Weil Eltern brauchen auch ein soziales Netz, sie brauchen auch Bindungen, um ihrer Erziehungsaufgabe gerecht werden zu können. Ich glaube tatsächlich, dass Fachkräfte selbst das nicht leisten können. Aber was ich glaube, was geht, ist zum Beispiel zu sagen, ich habe den Eindruck, sie sind immensen Belastungen ausgesetzt und irgendwo brauchen sie vielleicht auch mal Entlastung, Unterstützung und vielleicht auch wirklich zu sagen, wenden Sie sich doch vielleicht mal an eine bestimmte Stelle, wo Sie auch mal drüber reden können, dass auch Ihre Bedürfnisse, also dass man nicht sagt, Sie sind eine schlechte Mutter, deswegen muss jetzt was passieren, da reagieren ja viele Eltern dann auch mit Ablehnung, sondern dass man eben wirklich sagt, es ist auch wichtig, dass Sie auf sich achten und dass man nur dann eigentlich auch ein gutes Elternteil sein kann. Wir sind hier an der Stelle, an der wir leider schon das Ende unserer Veranstaltung erreicht haben. Deswegen breche ich hier fast ein bisschen hart ab. Ich hätte noch ein paar Fragen und ein paar Dinge auf dem Zettel gehabt. Das müssen wir jetzt so stehen lassen für heute. Ich hoffe, dass wir an anderer Stelle die Gelegenheit bekommen, darüber nochmal weiter zu sprechen. Spaß und Freude, Gelassenheit, Bedürfnisse in Blick nehmen und auch befriedigen, wo immer das geht. Und gleich heißt nicht
Oder Gleichbehandlung heißt nicht alle gleich behandeln. Das sind natürlich Dinge, die dann aber im Einzelnen viel Konsequenzen nach sich ziehen. Und es bedarf auf alle Fälle des Gesprächs und der Verständigung und der immer wieder fortgesetzten Überprüfung. Und ich glaube, das nehmen wir vielleicht alle mit, auch wenn es um Partizipation, Demokratiebildung geht, der individuelle Blick gehört auch da hinein und dazu. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für heute. Ganz herzlichen Dank, Frau Professorin Lubitz. Team Holger Mack, der wie immer ein bisschen unsichtbar, aber sehr zentral im Hintergrund die Fäden in der Hand gehalten hat. Gerlinde Schmidt-Hutt, die den Chat betreut hat und die Fragen gestellt hat. Da kommen Daumen hoch und Applaus kommt. Das freut uns natürlich sehr. Sie haben im Chat die Möglichkeit, einem Link zu folgen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dort kurz auf unsere drei kleinen Fragen antworten. Das geht schnell. Wir lassen auch den Kanal noch ein bisschen offen, damit Sie das jetzt in dieser Zeit machen können. Ansonsten danke. Haben Sie einen wunderbaren Abend. Wir hoffen, Sie nehmen einiges mit und bleiben uns gewogen.